Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Euer Patrick Patul zurück mit einem neuen Bastelvideo. Man könnte sagen, Hobby Deck mit Patrick Ulbrich. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, ich habe damals ja gesagt gehabt, ich möchte euch zeigen oder ich könnt euch versuchen zu zeigen, wie man diesen Schreibschutz umgehen kann bei einer 5,25 Zoll Floppy. Worum geht es im Großen und Ganzen? Es geht einfach darum, wenn man neue Disketten organisiert, wie zum Beispiel hier diese wunderschönen Disketten von BASF. Von BASF, diese wunderschönen Disketten. Die sind ja auf einer Seite sind schon gelocht, dass man sie benutzen kann, auf der anderen Seite sind sie nicht gelocht. Jetzt kann man natürlich mit Hilfe eines Diskettenlochers hingehen und da eine Diskette quasi lochen und beide Seiten bespielen. Jetzt stehen aber manche Leute da und sagen, ja, Loch in der Diskette, einseitig, okay, damit kann ich leben, das ist ja von Werk aus. Und das andere Loch quasi, das möchte ich nicht, aber ich möchte die zweite Seite bespielen, was ja machbar ist. So, und dann gibt es Leute, die haben eine Softwarelösung. Ich glaube, mit Software geht es auch, dass man eine Diskette quasi auf der anderen Seite formatieren kann und das quasi softwaretechnisch übergehen kann. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Ganze zu übergehen, und zwar, ihr nehmt euch eine handelsübliche Schere und bastelt da euch ein Loch rein, oder ihr habt einen Diskettenlocher, wie ich ihn habe, oder andere oder ähnliche Diskettenlocher, mit denen man halt Disketten lochen kann. Aber es gibt in meinen Augen auch eine andere Möglichkeit, diese Diskette quasi zu bespielen, ohne sie zu lochen. Und ohne irgendein Programm vorher zu laden, gibt es eine Möglichkeit, dass man das von direkt aus benutzen kann. Ich habe zwei 15-41 Zoll Laufwerke. Das Laufwerk, das mit der 8-Bit-Flow gemacht, repariert hat, macht mir aus irgendwelchen Gründen nochmal leichte Probleme. Es funktioniert im Großen und Ganzen noch, aber bei manchen Sachen macht es mir halt Probleme, wo ich dann sage, verstehe ich nicht, mein anderes Laufwerk macht das, das Laufwerk macht es nicht. Aber auch egal, trotzdem, es funktioniert noch, ich kann es zu 90% noch nutzen, 10% funktionieren halt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Und deshalb ein Disclaimer vorweg. Liebe Leute, was ich hier mache, das mache ich von mir her. Das bedeutet, wenn ich etwas mache und bei mir es funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es bei euch funktioniert. Deshalb nachmachen oder versuchen nachzubasteln, was ich hier von mir gebe, auf eigene Gefahr. Das bedeutet, ihr müsst damit rechnen. Wenn ihr ein Kabel knickt, wenn ihr ein Kabel aus Versehen zu sehr anzieht, dass ihr dann das Kabel, sage ich jetzt mal, aus der Lötverankerung rausholt, dass dann das nicht mehr funktioniert. Und dann ist halt, sage ich mal, das Problem, wenn ihr ein Lötecken, sage ich mal, rausreißt und das Kabel, sage ich mal, löst, oder ihr macht einen Kabelbruch rein, wo ihr eigentlich keinen Kabelbruch reinmachen wollt, dann wird auch diese Diskettenseite quasi als nicht gelocht angezeigt. Also diese Diskettenseite nicht als nicht gelocht angezeigt, und dann könnt ihr gar keine Disketten mehr bespielen, was relativ blöde wäre. Gut, deshalb, ich zeige euch das Ganze jetzt. Alles, was ich zeige, wie gesagt, zeige ich auf eigene Gefahr. Also wenn ich mir was zerfetze, dann muss ich damit leben. Lieber 8-Bit-Flo, nein, ich werde dann nicht mehr zu dir kommen und das sagen, du reparier mal, sondern da bin ich ja selbst dran schuld. Und ich habe, sage ich immer noch, ein zweites Laufwerk, das funktioniert von Tag 1 an durchgehend und permanent. Das hier hat nochmal, wie gesagt, kleinere Problemchen verursacht. Deshalb werden wir ganz kurz die Szene wechseln, die ich hier mal gemacht zwar habe, und zwar hier. Warum wird mein HDMI jetzt nicht mehr anerkannt? Ich frage für einen Freund. Wird doch anerkannt, ist doch da. Was willst du? Hä? Warum war das? Ich hatte es gerade eben nicht angezeigt oder ich habe gerade nie aufgepasst. Naja, jedenfalls, hier seht ihr mal auf der Seite, habe ich es euch gezeigt. Also hier, ne? Zeige ich euch, was passiert. Das ist eine brandneue Diskette, die können wir mal uns ganz kurz angucken. Das ist ein Spiel, das ich momentan am Programmieren bin. So, dann machen wir das ganz kurz in die Hülle, damit wir da mal ein bisschen Ruhe haben. So, Diskettenlaufwerk schalten wir ein. Wir schauen uns das Diskettenlaufwerk-Inhaltsverzeichnis mal an. Und das sollte theoretisch leer sein. Das ist es auch. Ich muss mal ganz kurz, damit da ein bisschen Ruhe herrscht,
das mal ein bisschen daher machen und dann werde ich das hier mal projizieren, damit ich mal sehe, was ich überhaupt hier mache. Sehr gut. Projektor, Szenenprojektor stellen. Hallo Tante, das ist sehr gut. Nein, eigentlich wolltest du Display 2 machen. Ich finde das toll. Hier, Display 2. Gut, also wie ihr seht, ja, dicker Bauch. Wie ihr seht, ist leer und jetzt werden wir uns der zweiten Seite widmen, in die wir hingehen und die uns anschauen. Auch da wieder. Und Findout found error, ganz klar, es ist eine neue Diskette. Es ist ganz klar, es ist eine neue Diskette. Darum müssen wir uns kümmern. Darum werden wir uns auch jetzt kümmern. Wir schalten das Diskettenlaufwerk aus. Ich muss mal ganz kurz. Ah, Streamlabs OBS hat keine Pausefunktion. Ha, ist schon nicht schade. Entschuldigung. Ich muss das rausschneiden. So, ich werde mal Folgendes machen und zwar, wir machen das hier auf. So. Gleich vorneweg. Bevor wir jetzt hier an unsere Hardware gehen, ganz klarer Fall, hinten Stecker ziehen, das ziehen, Ende. Aus, Ende. So, nochmal anschalten zum ne, zum Entladen aller Dioden. Nicht jedes Diskettenlaufwerk sieht aus wie das hier. Nicht jedes. Mein Diskettenlaufwerk hier sieht zum Beispiel vom Innenaufbau her ganz anders aus wie das hier. Aber im Großen und Ganzen haben sie alle dieselbe Funktion und die funktionieren auch. So, da werden wir auch Folgendes tun. Wir werden mal erstmal den hier abmachen, weil wir müssen das hier abmachen. So, den legen wir mal daher. So, und jetzt versuche ich etwas zu zeigen. Und zwar hier ist ein Laser und hier unten drunter kann man den sehen. Ist ein Laser, aber ich glaube, das ist schon wieder eine Platine, die ich nicht bearbeiten kann. Doch, die könnte ich eventuell bearbeiten. Das gucken wir uns aber jetzt erstmal an. So, wenn mein Werkzeug noch funktionieren sollte, ich muss mal gerade gucken, dann werden wir jetzt ein wunderschönes Werkzeug haben, mit dem wir arbeiten können. Aber ich glaube, da werde ich mich selbst leider enttäuschen müssen. Das ist zu dick. Das könnte passen. So, jetzt habe ich das Problem, dass das hier ist eigentlich der Halter, aber der hält nicht mehr. Was ich schade finde. Der hält nämlich das Ding nicht mehr. Ich habe damit mein Bett zusammengebaut und dann habe ich mir irgendwie hier diese Nuss verhauen. Das ist eigentlich ein Halter, dass ich das hier reinmachen kann. Aber ja, das existiert leider Gottes nicht mehr. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen anders machen. Was ich schade finde, ich gucke mal ganz kurz, aber ich glaube, einen anderen Schraubenzieheraufsatz habe ich nicht, der passen würde. Der ist zu dick. Der ist, glaube ich, auch zu dick. Ja, der dürfte auch zu dick sein. Ja, der darf sogar passen. So. Ah, da passt sogar. Sehr gut. Dann entfernen wir mal hier die vier Schrauben. Mann. War ja klar. Jetzt habe ich hier eine Schraube, die natürlich nicht passt. Super. Lass mich raten, die anderen Schrauben passen. Klar. Die anderen Schrauben passen. Nee, bei den hinteren beiden hat er lieber 8-Bit-Floh eine andere Schraubendreher geholt. Das macht aber nichts, weil ich habe ja noch zwei andere Schraubendreher. Und hat auch Unterlegscheiben drunter gelegt. So. Ah nee, das sind keine Unterlegscheiben, das sind die Erdungsdinger. Zack, 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 zack. Da sind jetzt nur noch die Schrauben gefallen. So. Dann machen wir auch Folgendes. Und zwar machen wir hier die erstmal da hinten ab. Und das machen wir ab. So. Das hier brauchen wir vorerst nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur das Gerät hier. So. Jetzt Folgendes. Das hier unten
ist das ganz große, auch übrigens, ich habe, sehe ich gerade die Greenscreen drin. Sekunde, wo ist denn der Filter in diesem Gerät? Filter bearbeiten, Chroma Key raus. So, also. Hier ist die eine Seite des Lasers. Und hier ist die andere Seite des Lasers. Was jetzt nicht bedeutet, dass das bei jedem Diskettenlaufwerk so ist. Was habe ich jetzt vor? Ganz einfach, wie erkläre ich euch das? Wenn man da reinguckt, sieht man hier einen weißen Streifen. Ich muss mal gucken, ob ich das so zeigen kann. Hier, hier sieht man einen runden Nüppel, hier, und hier unten drunter ist eine Diode. Hier unten drunter. So. Was macht das Ding? Ganz einfach, es macht eine Lichtschranke. Es verbindet eine mit einer Lichtschranke. Und solange die Lichtschranke offen ist, sagt die Diskette, also sagt der Computer, also das Ding sagt da drin, klasse, ich habe eine Lichtschranke, die Lichtschranke ist an, das heißt, ich kann diese Diskette beschreiben. Jetzt legen wir diese Diskette hier ein, wie gesagt, und dann wird hier durch dieses Loch diese Lichtschranke gehen. Und diese Lichtschranke wird weiterhin bestehen und das schreibt dann dem Floppy-Laufwerk, du, pass auf, ich will da was verklickern. Es funktioniert. Also, du kannst die Diskette beschreiben. Jetzt legen wir die andere Seite ein und die ist natürlich zu. Das heißt, die Lichtschranke hier wird unterbrochen. Und dann sagt er wieder Stopp, nicht beschreiben. Slifer, nicht klauen. Nicht beschreiben. Gut. Also, was machen wir? Wir nehmen jetzt den unteren Teil und den oberen Teil und legen diese beiden Linsen übereinander, dass die quasi permanent und immer zusammen sind. So. Dazu entfernen wir zuerst mal den hier. Man kann es wahrscheinlich auch machen, indem man sich diese Kabel anschaut und dann die Kabel miteinander kurz schließt, aber da habe ich mir, glaube ich, damit mein anderes Laufwerk gefetzt. So. Dann nehmen wir das mal. So. Jetzt kann ich euch hier zeigen, das ist die Linse. So. Das ist die Linse, die Lichtschranke bringt. Und wir haben, wie gesagt, jetzt das Problem. Das ist, glaube ich, irgendwie festgemacht worden. Das macht aber nichts. Weil ich habe hier noch eine zweite Seite. So, das ist das hier. So, wenn wir diese Seite hier entfernen, muss ich gerade gucken, dass ich es so entferne, ohne was kaputt zu machen. So. Hier das ist diese Diode. Hier. Diese Diode verbindet sich quasi mit da unten im Teil. So. Was unsere Aufgabe ist es jetzt einfach hinzugehen, das Kabel hier rauszuholen. Ach so, habe ich euch ja gar nicht gezeigt, dass das gar nicht funktioniert, wenn wir das so machen. Lala. So, da muss ich mal ganz kurz den da machen. Den da, den da und den da. Und das ist jetzt natürlich so ein kleines Werkzeug, was mir der liebe 8-Bit-Fluder reingeprügelt hat. Dass ich es versuchen muss zu tricksen. Ich konnte. So.
Jetzt mache ich das Kabel hier raus. Und dann mache ich es wieder rein. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt nichts mehr sehe, weil ich blind bin wie ein Fusch. Machen wir das Ganze mal so, dann mal so und dann mal so. Sollte eigentlich klappen. Tada! Ist doch schön, wenn ein Plan nicht funktioniert. Also wenn ihr das Video seht, dann habe ich es hingekriegt. Wenn ihr das Video nicht seht, dann habe ich es nicht hingekriegt. Außerdem ist die Kamera da, Patrick. Ja, auseinanderbauen ist eine Sache, zusammenbauen ist wieder was ganz anderes. Deshalb, lasst es lieber von jemandem machen, der sich mit sowas auskennt. Liebe Leute. Ja. Mal auf, ich versuche ein bisschen zu tricksen. Ich werde den hier jetzt zuerst festmachen. Dann habe ich nämlich hier einen Fixpunkt. Vorausgesetzt, er lässt sich festmachen. Lässt er natürlich nicht. Warum, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Es ist doch die richtige Schraube. Hallo, Tante, Onkel. So. Denkt immer dran, nach Fest kommt ab. So, jetzt müsste ich eigentlich auch theoretisch... Boah, der ist doch zum Gutzel. Ich krieg das nicht hin, bin ich doof. Da ist das Loch, Patrick. Du hast es doch schon, du musst das nur noch da rein. So. Hallo? Patti, du hast eine Tochter hingekriegt, also kriegst du wohl das doch noch auch noch zu. So. Jetzt hau mir ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Tochter, die war einfacher zu machen. Ich gucke immer die falsche Kamera. So. Ah, das war da oben, genau. Ah, dann ist das da sowieso verkehrt, weil das ist die Schraube. So. Nee, das war die frischige Schraube hier. Hier, das. So, Bums. Und dich kriege ich jetzt auch noch da rein, Junge. So, schon hast du verloren. So. Gut. Also, das Gröbste wäre schon mal erledigt. Die Platine wäre wieder fest. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich sagen muss, ich muss diese Platine hier
also diese Diode, nicht? Auf diese Platine, nicht? Nicht, ja? So. Es hält diese Platine natürlich nicht. Patrick, die Kamera ist da. So. Da helfe ich ein bisschen nach, indem ich was drunter lege, was ungefähr die gleiche Höhe hat. Ich habe jetzt das ganz große Glück, ich hatte so einen Regler von meinem ehemaligen Mischpult. So, das hat ungefähr genau die gleiche Höhe wie das da. So, passt wunderbar. Das lege ich da oben drauf. Dann passt das auch. Aber ich möchte das vorher ein bisschen anders machen. Ich muss diesen Kleber hier wegmachen. So. Weil ich will das nachher anders legen. Jetzt holen wir wieder unser Teil hierbei. So. Also. Bevor wir jetzt hier irgendwas anfangen, holen wir erstmal hier alle Schrauben raus, die ich hier drin verwurschtelt habe. So. Also, das brauche ich als Dingenskirchens, als Referenz. Das wird so. Als Erdung. Moment. So. Als Erdung. Als Erdung hier, zack, zack, zack. Da machen wir die Kabelsnei. Moment, stopp, halt. Da fehlt ein Loch. Das müssen wir dann da hier machen. Es ist, wenn man nichts sieht mehr, Alter. Wenn man blind wird, das ist so scheiße, sage ich euch. Viele werden immer lachen jetzt und sagen, oh, blind, das wird ein Witz, der wird nie alt. Mein Augenarzt hat mir prophezeit, ich wäre blind. Wenn meine Augen sich von Jahr zu Jahr verschlechtern. Gut. Machen wir mal Folgendes. Wir lassen jetzt einfach mal, wir machen einfach nur mal jetzt hier diesen Knüppel dran. So. Dann machen wir dies da dran. So. Dies da dran und dies da dran. Dies da dran, habe ich gesagt. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gucken uns das Ganze mal hier an. Also, die Lichtschranke ist jetzt generell unterbrochen. Sehen wir hier. Nicht? Also, nach Adam, Riese und Eva Zwerg. Wenn alles stimmt und ich recht habe, und ich weiß, ich habe recht, das finde ich ist geil. Jetzt, wo ich das Ding weg habe, sieht man hier schön, wo der Laser durchgegangen ist, wegen dem Schreibschutz. Wenn wir jetzt mal aufmachen, drehen rum, dann sehen wir, hier ist die Lichtschranke durchgegangen. Nicht? Hier ist die Lichtschranke durchgegangen. Das heißt, wenn ich jetzt hingehen werde, also erstmal, das funktioniert. Da brauchen wir uns keinen Kopf zu machen, das funktioniert. Ja, nicht? Wenn ich aber jetzt versuchen werde, diese Diskette zu löschen, nochmals, die Lichtschranke hier ist unterbrochen. Laut dieser Lichtschranke ist diese Diskette jetzt schreibgeschützt. Nicht, ja? So. Diese Diskette ist schreibgeschützt. Das heißt, ich darf mit dem Open 1,8,15 Befehl diese Diskette nicht löschen können. Wir sehen, die Bezeichnung der Diskette ist Partool. Open 1,8,15, New Leer, 0,0 Doppelpunkt Close 1. So, bedeutet, dieser Befehl sollte jetzt nicht ausgeführt werden. Ich muss das Ganze mal ein bisschen, Sekunde. Ja, ein bisschen da. So. Besser. So, wenn ich den jetzt ausführe, müsste ich eine Fehlermeldung erhalten. Erstmal raddert's und ich bekomme eine Fehlermeldung. Warum raddert's? Nun, ich habe diese beiden Dioden nicht übereinander gelegt. Jetzt lege ich diese beiden Dioden mal übereinander. Ne? Halt so von Finger fest. Jetzt formatiert er sie. Wie ihr mitbekommt, ich habe jetzt diese Lichtschranke verbunden. Er formatiert diese Diskette jetzt. Wie ihr seht, wie gesagt, es liegt Partool ist der momentane Name. Jetzt formatiert ihr die Diskette.
Ich habe Close 1 als Hintergrund geschrieben, damit nach dem Ready dann der Cursor kommt. Hätte ich das Close 1 nicht geschrieben, wäre schon direkt hinten dran der Cursor gekommen. Momentan halte ich die Brücke noch überein. So. Wir gehen wieder nach oben. Tippen List. Es ist leer. Ah, die Diskette jetzt formatiert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich jetzt hingehen, einfach den Finger hier hinten drauf mache und quasi hier hinten alles überbrücke, was eigentlich Quatsch ist, oder ich könnte mal versuchen, das zu überbrücken, aber das ist Quatsch. Wir machen es einfach so, wie ich es sage. Es ist halt einfacher. Wir nehmen uns das Stück Plastik hier. Also ihr müsst euch was anderes suchen. Oder ihr, vielleicht habt ihr ja sowas Ähnliches, dass ihr so einen Schalter oder irgendwas habt, was ungefähr die gleiche Dicke hat wie hier das. Ich kann das zum Beispiel hier unten drunter legen, kann diesen Laser da oben drauf legen. So, und jetzt müssen wir das Ganze fixieren. Dazu habe ich Folgendes, und zwar benutze ich Isolierband. So. Ich werde erstmal, und das ist das Geile an Isolierband, wie bei anderen Dingern. So. Wir machen da mal ein bisschen was auf. So. Dann basteln wir uns mal da unser Teil wieder zurecht. So. Nicht bewegen. Marv, nicht bewegen. Meine Fresse. So. So, gucken wir mal, dass wir das irgendwie festkriegen. So, jetzt ist der Halter natürlich rausgefallen, was ultra intelligent ist. Das macht aber nichts, den setzen wir einfach nochmal dazwischen. Und dann habe ich garantiert jetzt Scheiße gebaut beim Aufpassen, dass man den Draht durchschneidet. So. Dass ich den Laser jetzt wahrscheinlich. Ja. Man sollte vielleicht sich was anderes einfallen lassen, wie ich jetzt. Aber wie gesagt, das kann man jetzt mal hier machen. Dann ist es mal fixiert. Dann baue ich hier nochmal die Schrauben ein. Auch da wieder. Das Kettenlaufwerk raus, das aus, an, aus. Warum mache ich das immer wieder an und aus? Ganz einfach, wegen Spannung. So, jetzt gucke ich. Ich habe natürlich nichts mehr, was magnetisch ist. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt mit viel Glück. Uiuiuiui. Ich habe kein Magnet mehr. Mann. Also früher hatte ich mal sowas wie eine Pinzette. Ich gehe die mal ganz schnell holen. Oder habe ich die gerade da? Bin ich so geistesgegenwärtig und habe die da? Anybody was in there? Nee, natürlich nicht. Sekunde. Ich hoffe nur, dass ich das alles rausschneide. So, nächster Versuch. Jetzt arbeiten wir hier mit Diskette, weil ich nichts mit Pinzette, weil ich nichts habe, was magnetisch ist. Scheibenkleister. Andere Wort mit S darf ich ja nicht sagen. Schöne Welt. Ich versuche mal was anderes. Quasi Trick 17. Wie der liebe Captain T-Boss sagt, immer Trick 17 mit Selbstüberlistung. Das hat wunderbar funktioniert.
Ich bin immer gewohnt, dass die Kamera da ist, aber die Kamera wird ja momentan anderweitig verwendet. So. Dann haben wir das. Aufpassen, aufpassen. So. Dann noch die ich doch das. Oh. So. Auch da wieder alles festmachen, schön alles festzurren. Schön Wischiwaschi machen. So, pass auf. Und ihr wisst, nach fest kommt ab. Deshalb, wie es mein Chef immer so früher so schön gesagt hat, Hand warm anziehen. So. Ja, das haben wir mir klar. Ach man. Das ist Fitzelarbeit. Wie gesagt, macht das nicht, Leute. Das ist Fitzelarbeit, das kann in die Nerven gehen, Leute. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Scheine Welt. Scheine Welt. So. Ach man, jetzt kommt doch schon manch. Hallo. Nicht da rein. Komm raus, du Sau. Okay, du möchtest nicht, dann versuche ich einen anderen. Du bist es nicht, dann versuche ich einen anderen. So, mit Gefühl und Kortenons. Ja, du hast gegriffen, du hast verloren. So. Das ist dann so, das ist dann so. Und hinter der muss braucht wieder mit, da, mit, hier. Siehst du? Machen wir da weg. Machen wir weg. So. Und jetzt du. Ja, magnetisches Werkzeug ist schon von Vorteil. So. Gut. Also. Das hätten wir jetzt und das hat sich schon wieder gelöst. Das war jetzt, also das mit dem Isolierband ist semi-optimal. Also Isolierband, vergiss es, das habe ich gerade probiert, das ist semi-optimal. Der liebe Gott hat uns aber auch Tesafilm gegeben, den ich jetzt gerade nicht parat habe. Schon wieder. Warum eigentlich immer das, was ich nicht parat habe? Hm, sagt mal. So. Aber Isolierband wäre, glaube ich, hier am besten. Weil. So. Jetzt aufpassen. Das Kette raus. So. Das Isolierband war eigentlich gar keine so schlechte Idee. Finde ich. Das fand ich mal so. So. Das Problem ist halt einfach nur. So. Das Problem ist halt einfach nur, finde ich. Dass das trotzdem. Hier. Da. Und hier und da. Boah, ich pack das hier ein wie ein Weihnachtsgeschenk. So, deshalb macht diese Scheiße nicht, wie ich sie mache. Hier macht sie anders, aber vor allen Dingen macht sie besser. Wie gesagt, ich habe euch gezeigt, wie es möglicherweise geht. Ihr könnt es garantiert viel, viel besser als ich. So. Und immer vorsichtig sein, nicht, dass sie den Dings. So. Wo machen wir das jetzt hin? Guck mal.
Schaut mal, was ich hier gefunden habe, was ich hier Schönes gefunden habe. Das passt genau eigentlich da rein. Eigentlich. Wir können es aber auch da hinten, dann auch noch ein bisschen Platz, da hinten reinfriemeln. Da was hier hinten. So. Jetzt probieren wir wieder die Probe aufs Exempel. Außerdem habe ich hier wieder zwei Schrauben. Ah, nee, die zwei Schrauben waren ja von da. Ist gut, ich habe nichts gesagt. Die Schrauben habt ihr über. Das ist richtig. Gott, ich wäre fast auf meinen eigenen Trick reingefallen hier. Auf mein eigenes... So. Deshalb machen wir jetzt wieder Folgendes. Wenn alles funktioniert, et nicht qualmt und nicht knallt, da sollte ich jetzt Folgendes machen können. Erstens, Patrick, Open 1,8,15, New Test, 0,1, Doppelpunkt, Close 1. Wenn alles jetzt klappt, das jetzt richtig ist, formatiert er die Diskette und das macht er jetzt. Das bedeutet, so wie ich das jetzt hier stehen habe, mache ich jetzt einen Deckel drauf. Fertig. So. Natürlich guckt er ein bisschen, dass das natürlich alles ein bisschen ordentlicher aussieht, wie bei mir hier. Ihr könnt natürlich auch euch andere Orte aussuchen, an denen ihr das hinlegen könnt. Und gleich kommt die Probe aufs Exempel, weil jetzt habe ich ja mit da hinten dem Teil, also hier, ne, wo ich es hier hingelegt habe, habe ich jetzt quasi die Lichtschranke permanent und durchgehend überbrückt. Bedeutet, benutzt diese Diskettenlaufwerke, die ihr so präpariert, wirklich nur für eure Projekte. Warum? Ich muss da weiter ausholen. Pass mal auf. Es gibt nämlich solche Disketten, wie zum Bleistift, die hier. So. Wir gucken nochmal ganz kurz, ob das mit dem, Formatieren geklappt hat. Formatieren hat geklappt, weil wir haben hier solche Disketten wie das hier. Markentechnik. Eine Seite ist sie gedingst. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Zweiseitig bespielt. Da haben wir nämlich jetzt das ganz große Problem. Overpass, bei dem da, haben wir das ganz große Problem. Die hat einiges mitgemacht, ne? Dass, wenn ihr auf der zweiten Seite eine Highscore-Spieler irgendwas habt, dann wird das gespeichert. Auch wenn ihr das nicht wollt. Wenn ihr an diesem Programm irgendwas verändert und ihr vergesst, diese Diskette auszutauschen gegen eine Leerdiskette, dann wird das darauf gespeichert. Deshalb. So, jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Also, wir haben, wie ihr hier seht, ne, eine Seite gelockt. Die haben wir jetzt formatiert. Also, das hat formatiert. Und jetzt haben wir die, die nicht gelockt ist. Laut Adam Riesen, Eva Zwerg, sollte das ja nicht gehen. Weil wir diese Diskette nicht formatieren können. Ne? So. Dann öffnen wir das Ganze jetzt. Die nennen wir jetzt Test 1. Und das ist dann die 02. Ja, aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Open 1,8,15, New Doppelpunkt Test 1, 02 Doppelpunkt Close. Feinert Open Error. Warum nicht? Er kann auch wahrscheinlich. Ja. Pass auf. Altbekanntes Problem. Wir probieren es mal wieder.
Open 1,8,15, New Partool 0,00 Doppelpunkt close one. Syntax Error. Achso, ja. Entschuldigung. Komma. Jetzt formatierte Diskette. Der hatte eben manchmal, wenn es eine neue Diskette ist, entweder verharrt er sich hier hinten oder das Diskettenlaufwerk, das ist das Problem, das ich mit diesem Diskettenlaufwerk gelegentlich habe. Ich weiß nicht, ob das mit dem anderen Diskettenlaufwerk genauso ist, aber mit dem habe ich meistens das Problem. Wenn der sich verhadert, nehmen wir nur mal als Beispiel, ich nehme eine Game On und lade diese Game On. Deswegen, wir überschreiben gerade einen Schreibschutz. Nur so nebenbei am Rande, weil ich das hier überbrückt habe. Nur mal als Beispiel, ich lade eine Game On, ich glaube, das ist bei der Game On generell so, und bin in der Game On und gehe dann quasi mit einem Reset auf dem Kung Fu Flash, auf einem Final Cartridge Modul, mit dem Reset gehe ich raus. Ich kann dann nicht mehr auf das Kettenlaufwerk zugreifen. Ich muss also das Kettenlaufwerk ausschalten und dann wieder einschalten. Dann funktioniert es. Ich gehe mal davon aus, dass hier im Speicher was war. Dass er da gesagt hat, nein, diese Close und Open, das machen wir nicht. So, und das ist, wie gesagt, er formatiert jetzt diese Diskette, obwohl sie nicht formatiert werden darf. Und damit habe ich hardwaremäßig diesen Schreibschutz übergangen. So. Und das ist eine Diskettenseite, die eigentlich nicht gelöscht werden kann. Wie gesagt, ich habe den Lichtschrank unterbrochen. Nochmal, so könnt ihr das machen. Das ist eine Idee, die ich euch machen kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze Kabel zu machen. Das ist, wenn ihr wisst, welches Kabel, welche Farbe wofür ist. Und wenn ihr dann diese Kabel überbrückt. Und dann könnt ihr das auch machen. Das funktioniert, glaube ich, auch. Aber da ich nicht die Kabelbelegung kenne von dem Floppy-Laufwerk, würde ich euch davon abraten. Das hier ist eine Option, die ich sage, damit kann man arbeiten. Isolierband ist eigentlich immer ganz gut. Und nochmal, es gibt verschiedene Aufbauarten der Floppies. Das bedeutet, was ihr jetzt bei mir gesehen habt, muss nicht unbedingt bei euch sein. Und wenn ihr eine 1541 habt, also diese großen Dinger vom Brotkasten, da weiß ich leider nicht, wie man diese Lichtschranken überschreibt. Das weiß ich nur von diesen Diskettenlaufwerken, weil ich die damals, als ich jung war, also als ich noch jünger war, als ich jetzt bin, ich bin ja nicht alt, da habe ich das Ganze damit gemacht. Also das war eigentlich kein Problem. Und damit habe ich immer diese Diskettenseiten, auch diese hier, weil ich hatte ja keinen Diskettenlocher. Und ja, deshalb. Nochmal, ihr könnt, wenn ihr wollt, das nachbauen. Wie gesagt, immer vom Strom weg. Immer den Strom aus. Auf beiden Seiten. Immer vom Strom weg. Und aufpassen, dass ihr nicht irgendwas miteinander kurz schließt. Nochmal, ich zeige das mal nochmal jetzt hier bei dem da. Hier hinten ist eigentlich nichts, aber hier ist Metall. So, hier ist ein Metallrahmen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier rundherum das Isolierband habe, sollte es eigentlich safe sein. Ich gucke aber auch, dass es nicht so direkt dran liegt. Ich glaube, ich bin gerade statisch geladen. Das glaube ich aber jetzt weniger. Ist aber auch egal. Jedenfalls, das funktioniert. Und wie gesagt, euer Floppy-Laufwerk kann ein bisschen anders so aussehen. Es muss nicht dasselbe sein wie das hier. Aber es kann vielleicht ebenso hier einen Sensor haben und unten drunter einen Sensor, den ihr dann hier zusammenbauen könnt. Ihr könnt aber auch Tempos nehmen, um quasi den Abstand zu überbrücken. Ihr könnt Lego-Steine nehmen. Es ist ganz egal. Aber diese Lichtschranke, und jetzt nochmal, welche Seite nimmt man? Man nimmt die Seite nach oben, die hier quasi auch nach oben ist. Das heißt also, die Lötplatine, die ihr dann seht,
Nach oben, unten seht ihr quasi keine Lötplatine, ihr seht eigentlich nur eine Diode. Und diese Seite kommt nach unten auf die andere Seite drauf, damit permanent und ständig eine Überbrückung steht zwischen diesen beiden Lichtpunkten, dass immer diese Lichtpunkte zusammen sind. Und damit habt ihr eine permanente gelochte Diskette. Das bedeutet, ihr könnt auch, wenn ihr eine Diskette bekommt, die auf beiden Seiten ungelocht ist, auch die könnt ihr dann lochen. Und so hat der liebe Eckhard Burki, denke ich mal, auch seine Disketten beschrieben. Und das wollte ich euch zeigen, hardware-technisch, wie man einen Hardware-Diskettenlocher baut oder den Schreibschutz hardware-technisch und maschinell übergeht. Und wie gesagt, jetzt passiert Folgendes. Hier kommt jetzt der Deckel drauf. Dann bleibt der Deckel drauf. Ich glaube, ich habe mir beim Glasfaden einen Splitter geholt. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video. Es geht weiter morgen mit dem Adventure, mit dem Text Adventure. Und morgen Abend spielen wir das Deutsche Afrika Korps, wer dabei sein möchte. Ihr dürft gerne eure Kommentare drunter schreiben, dass das, was ich gerade gebaut habe, scheiße war. Ihr dürft auch gerne drunter schreiben, boah, das ist auch mal eine Idee. Oder, hey, das war gefährlich. Natürlich, klar. Wenn man mit Strom hantiert und mit Elektrik, kann immer was gefährlich sein. Und nochmal, was bei mir funktioniert, muss nicht unbedingt bei euch auch funktionieren. Das so mal klar ist. Jetzt will ich einfach mal was wissen. Ach, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ach, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Spannungsprüfer? Ja. Nö, ich habe keine Spannung bei mir. Guck mal ganz kurz. Nee, ist keine Spannung drauf. Alles gut. Alles klar. Hier ist momentan auch keine Spannung drauf. Auch keine Spannung drauf. Auch keine Spannung drauf. Gut. Also, wenn das dann dazu ist, never touch a running system. Nicht? Denkt immer dran. Gut, wie gesagt, ihr dürft gerne eure Kommentare drunter schreiben. Das war eine gute Idee, das war eine scheiß Idee. Ich hätte es anders gemacht. Ihr dürft auch gerne Vorschläge unterbreiten. Wie gesagt, das jetzt war aus der Not heraus und dass ich das noch hatte, war in Ordnung. Dass ich diesen Schalter hatte, war ein reiner Zufall. Ich habe das da gesucht und habe diesen Schalter gefunden und denke mir so, probieren wir mal. Und der hat genau gepasst. Deshalb, ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Buddy Patol. Bye, bye.